Tja, Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Hier zu einem Video, bei dem ich selbst noch nicht so ganz weiß, wo es hingehen wird. Denn heute geht es ein bisschen um Fortnite. Aber Fortnite ist gerade sehr, sehr mysteriös. Vor 4 Stunden, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gerade, hat Fortnite auf Twitter geschrieben: Establishing Connection Beginning Scan Possible Match Found Drift. Drift, come in, do you read me? Also halt hier der Drift-Skin, ich hier auch schon anhabe. Und mittlerweile ist auch das Hintergrundbild von der Hauptseite von Fortnite bei Twitter. Es könnte Lonely Lodge sein im Hintergrund, weiß ich aber nicht. Aber auf jeden Fall ist der Drift-Skin da drauf zu sehen. Also, und ich denke mal, das geht auch auf die Nachricht halt Drift, halt der Name von dem Skin, in der Nachricht darauf zurück. Danach kommen auch ein paar andere Nachrichten. Allerdings, mit denen konnte ich auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also das ganze Internet in Sachen Fortnite ist jetzt gerade ein bisschen, sagen wir mal, konfus und verwirrend, weil keiner aus Epic Games natürlich selber wirklich weiß, was abgeht. Und das letzte Update war vor einer halben Stunde, und zwar they're closing in. Also die haben auf jeden Fall geschrieben hier, we always thought we were the trackers, but something is tracking us down now. Something old, something bad. Also, da denke ich irgendwie so ein bisschen direkt an die Max von der Season 10. Aber ich glaube nicht, dass die Max zurückkommen. Na, zack. Allerdings gibt es ja auch schon seit ein paar Wochen die Theorie, dass in dieser Season Kevin the Cube zurückkommen könnte. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber mittlerweile ist der Beweis dafür echt gar nicht so schlecht. Denn schließlich ist ja auch Kevin the Cube in Kapitel 1 Season 5 rausgekommen. Und selbst der Drift-Skin, also halt sprich der Originale hier, ist ja auch in Kapitel 1 Season 5 rausgekommen. Also nicht der Gleiter, aber der Skin schon. Und halt, weil halt wirklich der Background von der offiziellen Fortnite-Twitter-Seite halt den OG Season 5, was heißt ja OG, aber auch den Season 5 Kapitel 1 Drift-Skin drauf hat. Also ganz ausschließend kann man diese Theorie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ich denke mal, wenn das Video online kommt, wissen wir entweder schon mehr oder es wurde noch verwirrender wegen Fortnite's nächsten Tweets. Ich werde auf jeden Fall versuchen, euch in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung auf dem Laufenden zu halten. Ne? Okay, Update. Ich habe gerade nochmal die Twitter-Seite aktualisiert und jetzt ist wieder alles normal. Also jetzt ist gerade wirklich, der Hintergrund ist wieder alles beim Alten. Ne? Also, das Ding ist halt, ich möchte was dazu sagen, aber ich weiß nicht was. So, Fortnite hat noch nie innerhalb von 4 Stunden mehrere mysteriöse Tweets rausgehauen, Hintergrund geändert, Profilbild geändert und dann 4 Stunden später einfach alles wieder zurückgemacht zum vorigen Tag und als wäre nichts gewesen im Endeffekt. Also, seid auf jeden Fall bereit, dass da irgendwas relativ Großes in der Zukunft kommt. Gedacht, wer weiß, was es ist, denn Fortnite ist da sehr, sehr mysteriös. Du kommst nirgendwo hin, Digga. Du kommst hier nirgendwo hin. Jo, er ist tot. Ha! Oh Gott. Zack. Genau bevor ich Twitter aktualisiert hatte, beziehungsweise genau bevor ich die Aufnahme beendet hatte, hat Fortnite auch einen letzten Tweet gemacht, den ich jetzt noch gefunden habe, und zwar: I need to wipe my tracks, but I hope you got this transmission. If you did, I'll see you soon, I hope. Connection terminated. Also sprich, die Verbindung ist abgebrochen. Also sprich, er musste die Spuren, die er hinterlassen hat, musste jetzt wegmachen. Was das alles auf sich hat, das weiß ich wirklich nicht. Ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber gut, Leute, das war's mit diesem Video. Also ja, wie schon am Anfang gesagt, ich weiß selbst noch nicht so ganz, wo dieses Video in der Zukunft hingehen wird. Denn ich vermute mal, dass all diese Tweets was zu bedeuten hatten. Also ja, Abo da lassen, damit ihr kein einziges Video verpasst und halt dazu keine Updates mehr verpasst. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.